Moin Meisters und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, wievielte Video das hier sein wird, weil ich schwör's euch, ich habe locker schon, keine Ahnung, ey, lass mich lügen, locker 6 YouTube-Videos aufgenommen und nie eins hochgeladen, weil ich irgendwie nie dazu gekommen bin, einzuschneiden. Aber wie dem auch sei, herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Also ich sag's euch ehrlich, das, was ich hier gerade mache, ist eigentlich absolut kriminell, weil ich weiß gar nicht, wie spät wir gerade haben, aber ich muss, glaube ich, in 2 Stunden los zum Flughafen nach Düsseldorf, weil ich von dort aus nach Marbella fliege. Jetzt, bei Insta habe ich es noch nicht geleakt, aber jetzt wisst ihr es wahrscheinlich auch schon. Und ratet mal, wer seine Sachen noch nicht gepackt hat. Richtig, ich. Ich habe noch gar nichts gemacht. Es ist nichts aufgeräumt bei mir zu Hause. Ich habe keinen Koffer gepackt. Ich habe gar nichts gemacht. Dementsprechend muss ich das jetzt irgendwie alles schnell über die Bühne bringen. Ich muss mir kurz ein paar Gedanken machen über Outfits, über... Achso, wundert euch nicht, ich habe mein Handy in der Hand, weil hier kann ich nämlich immer so nice sehen, ob das Bild scharf ist und so weiter und so fort. Deswegen denkt bloß nicht, dass ich hier die ganze Zeit nur am Handy chill. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall Koffer packen, mir überlegen, was für Outfits ich mitnehmen will, weil diese Reise wird eigentlich eher überwiegend eine Content-Reise werden. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit der nervigsten Aufgabe, Koffer packen. So, Freunde, ich knie mich hier jetzt kurz hin. Da ist mein Koffer. Ich werde jetzt anfangen, Sachen zu packen und werde euch dabei mitnehmen. Übrigens, by the way, ihr wisst ja, dass ich mir normalerweise einen Koffer immer leihe von meinen Eltern, weil ich in meiner alten Wohnung nie Platz hatte, um einen eigenen zu besitzen. Aber schaut ihn euch an. Ich habe mir jetzt einen Koffer gekauft und der hat nur 50 Euro gekostet. Wir haben es geschafft. Da ist er, der Eumel. Habe auch schon nachgewogen. 16 Kilo darf ich haben. 20 Kilo darf ich haben, 16 Kilo habe ich. Und es ist 23.17 Uhr. Und ich muss original 13 Minuten los. Spätestens, damit ich pünktlich ankomme. Bin hier gerade auf dem letzten Meter. Das hier übrigens... wie spät haben wir es jetzt? 23.17 Uhr. Und ich muss original 13 Minuten los. Spätestens, damit ich pünktlich ankomme. Ich bin jetzt gerade angekommen am Flughafen. Hätte ich gewusst, was ich hier gebucht habe, ne? Jetzt verstehe ich auch, warum der Bums von hier so günstig war. Guckt euch das an. Ich glaube, ich muss das Ding selber anschieben. 3.44 Uhr. Ich habe es geschafft. Bin gerade angekommen an dem Flughafen, was auch immer ich hier gebucht habe. Und hier stehen gefühlt nur noch Holländer und Belgier. Ich denke mal, von hier ist wahrscheinlich günstiger zu fliegen für die. So wie für mich auch. Deswegen, let's go. Ich muss jetzt nach ganz da hinten laufen. Das wird Ewigkeiten dauern. Das ist gefühlt einer von 3 Fliegern, die hier stehen. Ich könnte mir vorstellen, das ist der, mit dem ich fliege. Leute, sowas Leeres habe ich selten gesehen an der Gepäckaufgabe. Beste Leben, bin viel zu früh da. Okay, ging schneller durch die Sicherheitskontrolle als gedacht. Ich dachte eigentlich, die ziehen mich raus wegen den Kameras und so, aber läuft. Ist gut organisiert hier. Ein paar Stunden später bin ich heil und gesund gelandet. Ich glaube, ich habe den ganzen Flug über echt nur gepennt und ich bin übertrieben hungrig. Das heißt, ich muss jetzt erstmal irgendwie was zu essen finden. Ach so, und ich glaube, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass ich einen Leihwagen habe. Also ich muss jetzt irgendwie noch den Ort finden, wo ich mein Auto abhole und dann geht es von hier aus weiter, weil hier bleibe ich nicht. Okay, also irgendwie ist der Leihwagen, den ich habe, woanders als am Flughafen. Da muss ich jetzt hin.
aber es ist richtig schön hier. Ich habe jetzt schon mal rausgefunden, dass es hier so Abholstellen gibt, wo man dann zum Autoverleih gebracht wird. Guck mal, mit wie vielen Leuten, die sich dann ein Auto reinquetschen wollen. Hä? Warum aber? So Leute, ich habe jetzt hier so eine Wartenummer mit ganz vielen anderen. Und jetzt muss ich hier warten, muss ich drankommen und dann kriege ich mein Auto. Das ist er jetzt. Den habe ich jetzt für ein paar Tage. Hatte gerade auch ein bisschen Stress mit den Leuten hier, weil die irgendwie gefühlt dann doch nochmal Geld haben wollten und nochmal und nochmal und nochmal. Aber egal, ist jetzt alles geklärt und das ist jetzt mein Gefährt für die nächsten Tage. Ich bin jetzt einmal ganz kurz rangefahren an die Tankstelle, weil ich weiß nicht, ob man das sieht. Da ist das Meer. Ich liebe das Meer über alles. Ich musste einmal ganz kurz gucken und dann dachte ich mir, hole ich mir gleich was zu snacken, weil ich habe echt Hunger. Ich habe nämlich seit gestern der Stadionwurst immer noch nichts gegessen. Und wir haben 20 vor 11. Deswegen einmal kurz das Snickers holen und gucken, ob es hier irgendwas Nettes zu trinken gibt. Und da hinten, Leute, ist das Meer. Wowie! Wowie! Ich bin jetzt gerade an meinem Hotel angekommen. Das ist eine ganz andere Nummer. Das ist das erste krasse Hotel, was ich, glaube ich, in meinem Leben gebucht habe. Das ist ein 5-Sterne-Hotel. Und es ist richtig ungewohnt, so behandelt zu werden. Ich muss mein Gepäck nicht reinbringen. Die bringen mein Gepäck aufs Zimmer. Du bist halt voll wie so Lounge-Style. Checken die dann mit dir ein. Jedenfalls, ich bin eine Stunde zu früh dran. Ich habe das Zimmer eigentlich erst ab 15 Uhr, aber ich weiß gar nicht. Ja, die haben auf jeden Fall gesagt, ich muss noch ungefähr eine Stunde warten. Und ich dachte mir, in der Zwischenzeit gucke ich mir schon mal die ganze Anlage hier an. Das ist nämlich riesengroß und dann sehen wir mal weiter. Das hier ist übrigens alles das Hotel. Also die ganze Anlage hier ist das Hotel. Könnt ihr das sehen, was ich da hinten sehe? Wow. Da, wo ich jetzt gerade hingehe, soll ein beheizter Pool sein und das Frühstück und Spa-Bereich. Das Ganze gucke ich mir jetzt mal an, bis mein Zimmer fertig ist. Ich bin angekommen. Ich gebe euch jetzt eine ganz kurze Roomtour von dem Apartment. Das hier bin übrigens ich. Man sieht mir langsam schon meine lange Reise und Stunden an. Imagine, so geht man in ein Luxushotel. Naja, wie dem auch sei. Also man kommt hier rein, dann hat man hier so ein kleines süßes Wohnzimmer draußen mit Balkon. Hier ist, glaube ich, noch ein Schrank, den habe ich aber noch nicht aufgemacht. Dann geht's hier weiter in mein schnickes Badezimmer. Das ist auch riesengroß. Wow. Richtig, richtig schön. Dusche, Toilette, Idee. Und dann geht's hier weiter ins Schlafzimmer. Finde ich auch richtig schön. Und dann gibt es hier nochmal so einen kleinen Mini-Balkon. Den anderen zeige ich euch gleich auch nochmal. So, und das hier ist dann der Balkon, von dem man dann auf den Pool gucken kann. So Freunde, nach einem erfolgreichen Tag und schon einigen Insta-Fotos und ganz, ganz viel Stuff, bin ich jetzt gerade noch in der Stadt in Malaga und bin auf der Suche nach was zu essen. Ich melde mich dann gleich nochmal, wenn ich was Vernünftiges gefunden habe. So Freunde, ich sitze jetzt hier mit meinem Aperol und lasse den Abend ausklingen. Imagine einfach, ich habe dieses YouTube-Video vor 24 Stunden angefangen und habe in der Zwischenzeit nicht gefühlt einmal geschlafen und gefühlt nur einmal kurz gegessen. Ja, war sehr, sehr anstrengend, ich bin todesmüde, deswegen geht es auch gleich nach Hause bzw. zurück ins Hotel und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video zu Tag 2. Und dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen oder einen Kommentar und dann hören wir uns beim nächsten Mal.